Valamhulis, Ladies and Gentlemen, willkommen zurück zu Someday You Return. In der heutigen Folge werden wir wohl das Geheimnis um das Uhrenrätsel entschlüsseln, herausfinden, warum wir aus Versehen seit kurzem diese Lampen anmachen können, hoffen, dass wir nicht gejagt werden und hoffentlich eine Antwort auf all unsere Fragen finden werden. Bleibt dran! How convenient. Alter, wie einladend. Wer will hier nicht beerdigt werden? I love it. Okay. Ich krieg gerade so Demon-Vibes. Ich weiß nicht. Also ein Poltergeist ist es nicht. EMF kriege ich auch nicht. Ich habe jetzt nur Lampe und die flackert teilweise. Also ich bin der Meinung, es könnte Demon sein. Bin mir aber nicht sicher. Kann auch am Ende Djinn sein, aber lass uns jetzt erstmal auf Demon spekulieren. So, jetzt erstmal hier. Das ist übrigens Phasmophobia, was ich gerade rede. Erstmal hier Fliegen sammeln. Guckt mal, was in dem Amulett da ist. Habt ihr das gesehen? Hoho, wie unerwartet. Lass dich jedes Mal von diesem Amulett verarschen, Idiot. Ich frage mich, ob das Spiel uns immer etwas gibt, damit wir das Fliegen haben, damit wir sie auch mal verpassen, weil jetzt sind wir gezwungen, aber davor. Do you even care how expensive those were? Do you think I just shit money? I'm sorry, Daddy. I just tripped. I didn't mean to. Tripped? How about you try to be at least once in your life useful? Everything you ever touch breaks or spills or. So what happened, Daniel? Did your little Stella kill someone? I don't remember. I don't even understand why you want me to see this. Let me refresh your memory. On that very day, two wine glasses silently stood on the table. You might even remember when Ida brought them home from IKEA. When Stella tripped, Ernsthaft, those IKEA? Glasses, which must have been oh so expensive, fell down to the ground and shattered. And? You sent her to bed. And I am sure you want to know what happened next. Daddy, please don't do that. Why not? Maybe now you'll learn what losing something important feels like. And it's the only thing Grandma left me. Take all my toys, just please. Please don't take my doll. Not gonna happen. This is the only way to teach you. So, you took the doll, went outside, tore it up, and threw it into the trash. You must have been really happy with yourself. I bet little Stella finally understood how to appreciate things, right? And that's all for now. Ta! Ta! Well, wir sind ja wirklich der Mustervater gewesen. Okay, wir nicht! Fuck off, this guy! Aber was wir sind, ist anscheinend dumm genug, so einen Idioten zu spielen. Hey, das würde ich mir nicht ins Zimmer hängen. This girlish stuff was more Ida than Stella. Ida always tried to project her failed dreams into Stella's room, the result being this inconsistent mess of cheap IKEA furniture. Okay, kurze Frage. Warum glaubst du, könnte deine Tochter eventuell nicht ganz so glücklich mit der aktuellen Situation sein, öfter weglaufen und dich für ein Stück Scheiße halten? Ich gebe dir einen Tipp, weil du eins bist. Ist nur so ein Tipp. Götter, ich habe sowas von keinen Bock mehr auf dieses Spiel. Nicht, weil das Spiel grundsätzlich schlecht ist. Der Typ ist einfach so ein Stück Scheiße. Ah. Los, versperrt mir einen anderen Eingang. Ich weiß nämlich nicht mehr, wo es hergeht. Okay, ich weiß wieder, wo es hergeht. Und last but not least. Und Chabuka. Oh, jetzt lass mich schnell hier rüber. Ich bin mir nämlich sicher, irgendwas gleich passiert. Irgendwas gleich passiert. Götter! Irgendwas I can hear the clock clearly. Passiert gleich. Dammit! Okay. Alter. Okay.
Okay, der kann Türen sprengen. Well, well, okay. Chapter 9. Ich hab vergessen, wie es heißt. Ich hab Down gelesen. Mehr nicht. Hi. Na, du? Ja, da oben wie ein Vögelchen. Was hast du zu meiner Tochter gemacht? Zu reden? Du kannst mich töten. Aber bitte, lass sie gehen. Well, that doesn't went really well. Down the rabbit hole. Chapter 9. Haben wir Licht? Ich kann mich übrigens nicht bewegen. Für jeden, der sich gerade fragt, was ich mache, ne? So, this is it. I'm finally dead. Right? Took him quite a few tries to get me. Tell me, Daniel, how have you found Stella? Stella? Oh, right. My daughter. I went to the woods looking for her. It was such a long time ago. And have you found her? I don't think so. It was Leah. This little girl. Or was she a doll called Rosie? I don't know. Maybe she was Stella. And I just didn't recognize her. And that woman, Eleonora, something got to her. And she jumped off the cliff. Or maybe she was just another figment of my imagination. Look into your heart. Do you think she was real? I wish she was, but somehow nobody I've met in these woods feels real. And that includes you. And you, Daniel, are you real? Yeah. It doesn't matter now, does it? At least I no longer need to fight for my life. Your story is not over yet. You will return one more time. It's up to you what you do with your last chance. Be careful. The beast is closer to you than you think. And that's what really keeps you from finding your daughter. Das ist ein nettes Mädchen. Hey, dich kenne ich. Oh, I really didn't want to return here. She should have let me die in peace. So. Are you awake or not? Come here right now, boy. Kill me now. The hag is back. Hey, ist dir aufgefallen, dass du jeden wie Scheiße behandelst? Und ist dir aufgefallen, dass keiner dieser Leute, die irgendetwas getan hat, auch nur ansatzweise... Stand da gerade nächstes Kapitel? Ich hab's nicht gelesen, sorry. What were you thinking? This was such a beautiful place before you ruined it. Is this how you thank those helping you? Now, listen to me carefully. After you destroyed... Hold it right there. What exactly have I destroyed? You wanna know? Why don't you see for yourself? Take your backpack and follow me. Maybe even you can understand. Okay, das wird, glaube ich, eine sehr lange Wanderung. Wir haben die ganze Zeit einen Rucksack bei? Okay.
Das könnte länger dauern, oder? Well. Okay. Know that you and your beast are both tied to this land. When you first came here, I knew that a large disturbance would follow. Yet even I did not know how devastating the change would be. Listen, I'm the one being hunted, and if it wasn't for your curse, I'd already be safely home with my daughter. You really think so? You are such a hopeless child. Have you forgotten that you're the one who promised you would never return to this place? I did. I just can't remember why. Can't remember? Or don't want to remember? Those are two entirely different things, Daniel. Kann man irgendwo sehen, in welchem Kapitel man gerade ist? Das wäre mir jetzt persönlich wichtig. Ich kann nicht speichern, ne? Ich könnte jetzt nur auf Load gehen. Chapter 10. One last chance. Das ist, was ich wissen wollte. Long time ago, there was a little girl named Slavena. She was sweet and beautiful. But as it often goes, her parents died when she was very young. She was raised by her uncle, who didn't care much for her as he saw her as nothing but a maid. The work was hard, but that wasn't the worst part for Slavena. Day by day, she was reprimanded for even the tiniest of things, no matter how hard she tried. There was no love for her, and she had no hope that her situation would ever change. One day, she had enough and ran away far into the woods. The night had fallen and the full moon appeared in the sky, accompanied by the howls of her nearby pack of wolves. She struggled to get away, but eventually she slipped and ended at the bottom of a crevice. Path blocked by huge rocks on all sides. Exhausted, she collapsed on the ground and prayed to the goddess Vesnir to have mercy on her and relieve her from her pain. As she was singing her prayer, tears started to roll down her eyes, forming a little pond on the ground. Finally, the goddess heard her calls, and as the ground around her opened, water started to pour out, mixing with Slavena's tears to form a river. Slavena was gently carried away until she drowned in her own tears, finally free from her sorrow. You see, all these stories, no matter how ancient or new, are all the same one, told again and again. Anyway, we're here. Go up there and have a look at what remains of the land. Then come back here to me. Also, schauen wir uns das nochmal an und danach habe ich was für euch. Ich kann das null lesen, was? Alter! Irgendwas mit Land. I don't understand. Where the hell are we? Jetzt rat mal. Okay. Was habe ich für euch? Und zwar, wir sind in Kapitel 10 angekommen. Jetzt ist es entscheidend, was wir tun. Und ich versuche euch so viele Enden zu zeigen, wie es nur ansatzweise geht. Alles klar? Ich versuche mal zu starten mit einem der möglichen Enden. Und je nachdem werdet ihr die anderen Tage dann die anderen sehen. Weil ich schätze mal, die sind länger. Do you believe me now? Why is everything gone? Can you hear the clock? With each tick, more and more of this world plunges into the void. It must be that monstrous device from the underground labyrinth. I saw it right before the beast attacked me. It's the very same one. Some things are best left buried deep. If it wasn't for your meddling, we would never be standing here.
I don't think I've been given a choice. Maybe, but now it's time to deal with your past. To finally understand why you really came here. You see that Corsilium Delecti over there? Cor... what? It's the heart which contains all the guilt you hid in this part of the land. Go and purify it. Okay. Ich verrate euch jetzt was. Es ist jetzt eine der ersten Entscheidungen, die ihr treffen müsst. Ich weiß nicht, ob wir Purification machen müssen. Ich weiß nicht, ob wir die Potion wirklich brauchen. Ich kann euch sagen, Kapitel 10 ist das Entscheidende. Es gibt vier verschiedene Enden. Es gibt fünf. Eins ist ein verstecktes Ende. Aber die Wahrheit ist, vier verschiedene Enden, die wir noch machen können gerade. Und deswegen müssen wir uns ganz genau überlegen, was wir haben wollen. Okay? Also lasst mich mal eben die ganzen Krams hier mischen. Und dann erzähle ich euch's. Erzähle ich's euch's. Nice, nice. Dann erzähle ich euch das. Also, ich verrate euch nicht, wie die Enden aussehen. Was ich euch verrate ist, in Kapitel 10 ist es alles Entscheidende. Ihr dürft nicht in Kapitel 10 die falschen Entscheidungen treffen. Deswegen werden wir immer wieder Kapitel 10 neu spielen, beziehungsweise die relevanten Punkte neu spielen. Und gucken uns dann die verschiedenen Enden an den jeweiligen Tagen an. Ich versuche heute das erste zu machen. Und die nächsten drei Tage die anderen Enden. So versuche ich das heute zumindest. Ich hoffe, ich habe das alles dann gleich passend gecuttet. Pierce? Nein. Also ist das Purify? Oder. Ich meine, ich kann nur das machen, glaube ich, oder? Die Potion war eventuell nicht wichtig. Are you completely insane? We sent you to purify it, not to smash it. Have you done this to other Corsilis as well? Sure. It always worked great. No wonder you were forgotten so much. What's that supposed to mean? When you destroyed them, you made a path. But you also destroyed your memories, which were buried in each heart. They aren't just lost. You erased them forever. How many of these hearts have you destroyed? I'm not sure. Four, maybe five. Maybe all is not lost yet. Ultimately, it's your choice if you want to purify the Casella or just smash them. All right, well, let's say I want to purify them. What should I do? First, you have to complete your totem. That crude piece of wood is unfinished. The proper catharticum requires angel wings. So I should mount wings on the totem? Indeed. But that's not all. If you intend to purify the Corsilum, you need to prepare the ground next to it. First, prepare the potion. I left the recipe in your backpack. When you're done, pour the potion on the ground next to the heart. Then plunge the totem into the ground where the potion created a swirl. The heart will be purified, and your memories will remain safe. Sounds like a lot of work. You can always take the fast path. Smash the heart, if you like. It's your choice, and your world, after all. Whatever you do, just stop the clock before it destroys the rest of this place. Okay, da ist jetzt die wichtige Entscheidung. Und zwar, für welches Ende entscheide ich mich denn zuerst? Zudem, wir müssen Wings hier dran packen. Da wir uns sowieso alle Enden angucken, hoffe ich ja persönlich, dass wir es hinkriegen. True Sight, Flower Sense, Inner Eye, Devil's Back, Purification. Nee, doch hier. To cleanse the evil which you brought to the land, you have to purify the heart of corruption called Corsilium Delicti, using a special potion. To create this potion, cook petals from mandrake, gypsum weed and henbane. Take the potion, spill it on the ground next to the heart, wait until the swirl is created. When you see the swirl, pick it up, quickly pluck, and your wing totem. Okay, be careful to never drink the potion, or you will become one of... one with the Corsilium. Also ich hätte ja schon mal Lust, das einfach mal zu trinken, ne? Guck mal, wir haben rein zufällig Angel Wings hier. Da bin ich doch mal dafür, dass wir versuchen, diese Wings irgendwie... Ah. Ich wollte sie ja nicht abbrechen, aber... Well, okay. Und zufälligerweise passen sie.
Natürlich. Zufälligerweise passen sie. Gut, dann lass uns mal die Potion machen. Da haben wir sie. Purify Heart. Okay, na dann. Wenn wir das jetzt tun, dann entscheide ich mich allerdings für ein ganz bestimmtes Ende. Also, ich verrate euch jetzt, welches Ende ich mich entscheiden werde. Und zwar werde ich als allererstes Ende das... Warte. Also, für den letzten Tag spare ich mir das beste Ende auf. Also am letzten Tag, am 24. Quatsch, 24. Bullshit. Am 30. werdet ihr das beste Ende sehen. Am 29. werden wir ein sehr interessantes Ende haben. Am 28. werden wir uns selber töten. Auf eine ganz bestimmte Weise. Und heute werden wir das Ende wählen. Start over. Das ist nämlich, das verrate ich euch jetzt, Destroy the hearts in Chapter 10 and Chapter 11. And listen to the flies near the beginning of Chapter 11. When you reach the clock, place the medallion in the right of it to destroy. Das ist Start over. Wenn wir jetzt Purification anwenden, ist das andere Enden. Das heißt, ich weiß nicht, wo hat er gespeichert? Lass uns doch mal ganz, ganz kurz gucken. Chapter 10. Ja, vor 5 Minuten, das passt. Also, wir müssen es leider zerstören. Destroy the hearts in Chapter 10. Und alle anderen Enden und alle anderen Möglichkeiten, die seht ihr zu anderen Tagen. Das heißt, wir müssen uns jetzt einfach mal genauso aufmachen wie sonst. Holy shit! So hatten wir nicht gewettet. Und hier sind wir am Ende des Spiels. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Danach kommt noch das Outro. Und die Folgen werden ein wenig länger. Ich merke das schon. Morgen wird's wahrscheinlich besser. Aber das ist Part 1. Eines der Enden. Wollen wir doch mal schauen, was so passiert, oder? Wie gesagt, ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich hoffe, ihr seid morgen wieder dabei. Bis zum letzten Tag. Und ich hoffe, ihr macht beim Halloween-Gewinnspiel mit. Das natürlich wie immer Kürbisschnitzen beinhalten wird. Und jetzt genießen wir das Ende von Sundale You Return. Das ist das Destroy the Clock Ende. Dieses Ende heißt übrigens Start Over, also im Original. Ich hoffe, das Spiel hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß, konntet mich begleiten. Ich hoffe, ihr seid bei den nächsten Enden dabei. Und danke fürs Zuschauen.
ist mir immer eine Freude für euch, ein Spiel zu spielen, auch durchzuspielen. Ich hoffe, ihr seid auch weiter auf meinem Kanal dabei. Ich freue mich über jedes Abo. Ich freue mich über jede Interaktion, sei es ein Like, ein Kommentar. Ich beantworte gerne eure Fragen, stehe euch gerne zur Verfügung. Ihr könnt auch jederzeit im Discord joinen und der großen Community von über 100 Leuten beitreten. Und jetzt genießen wir noch das Auto. Ich verabschiede mich an dieser Stelle. Ich hoffe, der Cut passt so. Die nächsten werde ich besser machen und nur das Relevante drin lassen. Und dann schauen wir mal weiter. Bis dahin. Und jetzt bleibt bitte bis zum Ende des Videos dran, weil da habe ich noch ein Spezial für euch. Valadoeris, euer Wolf. Co se stalo právě na vysoké hore, privalilo tam vojáčka drevo javorové. Keď ho privalilo, na Boha zavolal, ach Bože můj, pre Bože můj, už jsem dobojoval. Kamarádi moji, já vás pěkně prosím, odneste nějak mým rodičům. Nech se jim odprosím. Kamarádi moji, tu mě nenechajte do té zemi posvěcenej.